Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Ich hab's euch versprochen, heute geht's um den Druidenbild. Im Prinzip ist es der gleiche Bild wie aus Season 5, nur abgedatet auf Season 6 mit Runenwörter, mit dem neuen Paragon-Board, wo sich ja noch einiges ändern kann. Aber der Bild ist unten in der Videobeschreibung und der wird immer up-to-date gehalten, weil das wird auch der Bild sein, den ich in Season 6 spielen werde, sobald ich in Spiritborn gespielt habe. Zur Erinnerung für alle, die das letzte Video vielleicht nicht gesehen haben, einmal hier ins Trainingsgelände. Der Bild hier basiert auf Erdrutsch, Erdbrecher und den Blitzen, die damit einhergehen. Und der Key Passive mit der Synergie zwischen Erde und Blitzfertigkeiten und sieht im Prinzip so aus. Extreme Angriffsgeschwindigkeit, extreme Crit-Chance und macht unfassbar viel Schaden, auch mit dem neuen System im PTR. Ich schaffe damit jetzt schon, ohne dass der Build ansatzweise perfekt ist, ohne Runenwörter und sogar noch mit 1 und 2 Items hier ohne, 3 sogar, ohne Greater Affix, 2 sogar noch mit schlechter Gegenstandsmacht, schaffe ich schon Grubestufe über 70 und das heißt schon einiges. Der Build ist wirklich immer noch sehr, sehr stark und sehr gut. Ich würde einfach nochmal darauf eingehen, was hier alles im Build braucht. Wie gesagt, die Runenwörter sind noch nicht drin, die kommen erst später im PTR. Ihr werdet die aber unten in der Videobeschreibung im Bild sehen, welche Runenwörter ihr da genau braucht. Den Bild werde ich immer up to date halten. Auch falls sich das Ganze ändern sollte im Finale mit dem Paragon-Board, dass man mehr als 4 Tafeln nutzen kann, werde ich euch unten auch in der Videobeschreibung abändern, nur damit ihr da Bescheid wisst. Also, wichtig ist natürlich die zwei Uber-Unix, Dumi und Sternloser Himmelring. Die drei neuen bzw. zwei neuen Uber-Unix würde ich tatsächlich hier im Bild nicht spielen. Eventuell die Rüstung, das müsste man dann nochmal im Finale schauen, wenn die Rüstung dann wirklich draußen ist. Aktuell würde ich es aber eher nicht sagen. Ich mag das auch nicht, wenn ein Bild extrem überladen ist mit der Uber-Unix. Sternloser Himmelring ist auf jeden Fall Pflicht und Dumi muss man auch nicht unbedingt spielen, da könnte man auch eine andere Waffe spielen, aber ich finde den Dumi eigentlich schon ganz cool, um hier mehr Schadensreduktion zu bekommen, mehr Life zu bekommen und. Also Dumi eigentlich schon eine gute Sache. Und dann geht es eigentlich darum, Wildherzenhunger, die Asketenhandschuhe auf die Straße zu bringen. Natürlich Erdbrecher. Und die Idee ist, dass für jeden Erdrutsch, den ihr macht, ebenfalls auch Blitze runterkommen. Da seht ihr, wie viele Blitze mit einmal. Ich zünde einmal und es kommen unfassbar viele Blitze runter und das ist so ein bisschen diese Synergie. Zusätzlich habt ihr verschiedene Abklingzeiten, die extrem reduziert werden. Einmal natürlich eure Death mit den irdenen Bollwerk und den Zyklon-Armor. Mit den beiden Attacken im Wechsel seid ihr eigentlich unkillable, weil ihr die ganze Zeit eine Barriere habt und euch hochhaltet. Zusätzlich habt ihr noch die Ult, die Gegner unter Kontrollverlusteffekte bringen und betäuben und dann macht ihr nochmal sehr viel mehr Schaden. Und natürlich den Wolfsangriff, um euch einmal zu heilen und um schneller unterwegs zu sein. Und diese Synergie sorgt dafür, dass ihr eigentlich durchgehend Zyklon-Armor bezünden könnt, durchgehend eure Abklingzeiten. Ihr haltet einfach Angriff die ganze Zeit gedrückt und zündet dann eure Abklingzeiten nach und nach hintereinander weg. Und ja, das ist der ganze Bild. Auf die Fähigkeiten werde ich nicht eingehen, das seht ihr im Bild unten verlinkt. In dem Geistersegen hat sich eigentlich nur eines geändert und zwar gibt es jetzt hier im begünstigten Tier sowohl Bewegungsgeschwindigkeit als auch Beeinträchtigungsreduktion. Das hat sich im PTR geändert, deswegen habe ich das mit reingemacht. Und bei den Fähigkeiten gibt es ja jetzt 10 Level mehr. Da habe ich einmal hier Heimzahlen 3 Level genommen, einmal hier Feral Aptitude 3 Level genommen und natürlich, das ist ganz neu, 5 Level auf die ultimative Fertigkeit, um die Abklingzeit dort noch weiter zu reduzieren, um das richtig doll spammen zu können. Und damit das ganze Video hier nicht Theorie ist, zeige ich euch das Ganze natürlich auch nochmal in Aktion. Damit es nicht allzu lang dauert, würde ich euch Stufe 65 zeigen, weil das ist ja die Stufe, die ihr braucht, um Qual 4 freizuschalten. Das wird auch in Zukunft, wenn ich Builds baue, immer das absolute Minimum sein, was jeder Build erreichen muss, weil Qual 4 ja das Ding ist, wo man ja hin will, um Endbosse zu machen und. Übrigens, wo ich gerade Endbosse sage, entweder ist das Video schon draußen oder kommt noch, da wird es auch nochmal ein gesondertes Video geben. Also 65 rein da, einmal durchgehen, um zu zeigen, wie gut der Build auch performt in Stufe 65.
Vielleicht mal ein paar kleine Worte zu der Grube, wie das Ganze funktioniert. Die Gegner haben jetzt kein Level mehr. Die Gegner sind grundsätzlich immer auf eurem Level. Aber mit jeder höheren Grubenstufe werden die Gegner einfach stärker. Und ihr seht schon, die brauchen hier echt auch ein paar Hits, um zu sterben. Ich werde wahrscheinlich einfach mal so einen kleinen Schnelldurchlauf machen für euch, um ein bisschen vorspulen und dann zum Endboss vielleicht vorzuspulen, weil ihr seht, so sieht das Ganze im Prinzip aus, wie ich es euch gerade erklärt habe. Ihr spammt eigentlich die ganze Zeit nur eine Attacke plus die ganzen Abklingzeiten und lauft durch das Dungeon. Das ist jetzt eigentlich auch nicht so spannend. Wichtig ist halt, dass ihr dann immer schön eure Death-Attacken parat habt, um eventuellen Angriffen auszuweichen bzw. die zu blocken. Der eine oder andere wird sich bestimmt denken, ey Lou, das muss doch schneller gehen, das dauert ja viel zu lang. Das geht auch noch sehr viel schneller, wenn ihr besseres Equip habt als ich. Ich werde da gleich nochmal drauf eingehen. Es gibt ja die Änderung mit den Greater Arfing und so. Ich hoffe, ihr habt das Video schon gesehen. Ansonsten verlinke ich euch das einfach mal oben links. Es hat sich ein bisschen was geändert zu den Gegenstandsmarkt und Items und sowas. Und ich habe hier aktuell noch 1, 2, 3 Items, die nicht ein Greater Affix haben, sogar hier Tibolds Wille noch mit 540 Gegenstandsmacht, ein altes Item aus Season 5. Und die haben alle kein Greater Affix und können nicht upgegradet werden. Wenn ich die noch höher hätte, würde ich auf jeden Fall nochmal sehr viel mehr Schaden machen. Zusätzlich natürlich die Glyphen und es, wie ihr seht, gibt es noch keine Runenwörter. Da geht auf jeden Fall noch was hoch, aber ich finde, auch jetzt für den PTR ist das echt schon aller Ehren wert und meiner Meinung nach auch ganz gut. Ja, das ist der Druidenbild. Ich habe vor, wenn der PTR vorbei ist, beziehungsweise wenn Season 6 dann startet, unbedingt mal hier die Steinsalve auszuprobieren. Das ist ja die neue Fähigkeit beim Druiden. Die finde ich auch sehr, sehr spannend. Bin gespannt, wie cool die funktioniert bei Grube zum Beispiel. Also ja, Steinsalve ist so das Ding, was will ich auf jeden Fall im Oktober dann ausprobieren. Übrigens nochmal ein kleiner Announcer. Im Oktober werde ich hier eine Woche durchstreamen. Wenn ihr da dabei live dabei sein wollt, einfach mal Twitch abchecken. Wenn ihr nichts zu Diablo 4 verpassen wollt, einfach mal ein Follow da lassen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.